Nun ist es traurige Gewissheit. Ein in der Nacht zum Mittwoch in den Neckar gestürzter junger Mann ist am Nachmittag tot aus dem Fluss geborgen worden. Wie wir bereits berichtet hatten, war der 18-Jährige zusammen mit einem 17-Jährigen gegen 23.15 Uhr am Ufer des Flusses und die beiden tranken hochprozentigen Alkohol. Der Ältere verlor vermutlich das Gleichgewicht und stürzte in den Neckar. Trotz der Hilfeleistung eines Zeugen und umfangreichen Suchmaßnahmen in der Nacht kam jede Hilfe zu spät. Morgens durchsuchten Polizeibeamte den Uferbereich nach Spuren und die Kriminalpolizei war zur Ermittlung vor Ort. Am Nachmittag konnte die vermisste Person durch einen Tauchroboter der DLRG leblos auf dem Grund des Flusses entdeckt und durch diesen geborgen werden. Wir sprachen mit Bastian Sturm, er ist Einsatzleiter der DLRG im Landkreis Esslingen. Grundsätzlich ist Alkoholgenuss in Nähe von Gewässern immer sehr schwierig und sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ansonsten ist das Baden in Strömen und Gewässern absolut abzuraten, weil die Gefahren nicht einschätzbar sind. Das Wasser sieht von außen harmlos aus, aber kann ganz anders dann sich auswirken, wie es aussieht. Der Passant, der reingesprungen ist, der hat das erstmal richtig gemacht. Der hat Zivilcourage gezeigt und versucht zu helfen, hat dann aber gemerkt, okay, er bringt sich mehr in Eigengefahr und kann eigentlich auch nicht mehr weiter helfen und hat dann abgebrochen, ist dann ans Ufer zurückgekehrt, was in der Situation auch absolut richtig ist. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus und kann ein Fremdverschulden ausschließen.